In diesen zwei Ladehüllen stecken die neuen Huawei FreeBuds 3. Ich nehme mir mal die schwarze Version hier, zeige die euch mal. Also die sehen so aus und haben auch einen ziemlich guten Sitz im Ohr. Also ich habe das schon ausprobiert. Sehen eigentlich ganz schick aus. Und das Besondere hierbei ist, die haben einen neuen Prozessor integriert, den Huawei Kirin A1. Der ist dafür verantwortlich, dass hier auch Active Noise Cancelling möglich ist. Das heißt, ihr habt eine aktive Geräuschunterdrückung, die funktioniert auch ziemlich gut, vielleicht nicht so gut wie bei so großen Over-Ear-Kopfhörern, aber für so kleine In-Ears sind ihnen immer noch ziemlich gut. Des Weiteren ermöglicht der Prozessor Bluetooth 5.1, das heißt, ihr könnt die direkt koppeln. Und ja, also der Sound gefällt mir auch ziemlich gut. Es ist schön Bass drin und eigentlich schön ausgewogener Klang. Die FreeBuds 3 haben so, ohne Case, eine Akkulaufzeit von 4 Stunden. Und wenn ihr die ins Case packt, laden die dort drin wieder auf. Insgesamt habt ihr damit eine Musikwiedergabezeit von 20 Stunden. Das Case ladet ihr entweder über USB-C auf oder es kann auch induktiv geladen werden, das heißt entweder über ein Ladepad oder ihr habt ein induktiv ladebares Smartphone, zum Beispiel das Huawei P30 Pro kann das. Dann legt ihr es einfach drauf und die Ladeschale wird dadurch geladen und dadurch natürlich auch die FreeBuds 3. Der Preis liegt hier bei 199 Euro UVP. Und verfügbar werden sie sein ab Mitte November.